drei Türkinnen auf dem Weg zurück in ihre Heimat, im Leichenwagen über das Rollfeld des Hamburger Flughafens zur planmäßigen Maschine nach Istanbul mit Anschluss nach Ankara. Yeliz Arslan, 10 Jahre alt, ihre Großmutter Bahide Arslan, 51, und Ayşe Yilmaz, 14, zu Tode gekommen durch Brandanschläge auf zwei Häuser in Möllln. In der Statistik der rechten Mordopfer 1992 tragen sie die Nummern 15, 16 und 17. Hat die UN die Bundesregierung aufgefordert, Rassismus in Deutschland besser zu bekämpfen. Herzlich willkommen bei AFROTAK TV cyberNomads. Das Hauptstadt Magazine. Lifestyle, Fashion, Education, Media, Art and Postcolonial Theory. Mein Name ist Adetoun Kueppers-Adebisi. Vielen Dank für Ihre Anwesenheit. Fühlt euch alle ganz, ganz herzlich und wärmstens willkommen geheißen. Besonders begrüßen möchte ich insbesondere die Anwesenheit der Familie Arslan, die drei, Namuk und Yildiz. Der Titel meiner Rede heute, die Moellner Rede in Exil. Heute, im Jahre 2014, feiert das weiße Deutschland 25 Jahre Fall der Berliner Mauer. Für uns Menschen mit Migrationshintergrund gibt es kaum einen Grund, dies zu feiern. Wir begehen heute den 22. Jahrestag der rassistischen Brandanschlag von Möllner und erinnern uns an die Opfer. Daher möchte ich auch beginnen mit einer Gedenkminute für Yeliz Arslan, 10 Jahre alt, rest in peace, Ayşe Yilmaz, 14 Jahre alt, vor 22 Jahren, rest in peace, Bahide Arslan, 51 Jahre alt, vor 22 Jahren. Rest in peace. Vielleicht könnt ihr bitte gemeinsam mit mir aufstehen und die Gedenkminute. Rest in peace. Weitere Angehörige der Familie Arslan wurden schwer verletzt. Schon zuvor wurden bei der Anschlag in der Nassenbonner Straße, wie beim Bremer zuvor schon erwähnt hat, neun Menschen tödlich erschossen, schwer verletzt. Es war der 23. November 1992, der die Geschichte der bis dahin beschaulichen schleswig-holsteinischen Kleinstadt Möllner untrennbar mit der Geschichte in Deutschland verbinden sollte. Erinnern wir uns, was gerade geschehen. Es war kurz vor Weihnachten.
Die Tage wurden kürzer, die Nächte länger und kühler. Nur 3 Jahre waren vergangen seit dem Montagsdemo in Leipzig, dem Fall der innerdeutschen Mauer, Begrüßungsgeld und den deutschlandweiten Wir sind das Volk rufen. Nur 2 Jahre waren vergangen seit der Wiedervereinigung von Deutschland Ost mit Deutschland West. Und nun 2 Jahre waren vergangen seit dem Mord von Amadeo Antonio Kueppers aus Angola im Dezember 1990 in Basmalde, eines der ersten bekannten Todesopfer rassistischer Gewalt in Deutschland nach der Wiedervereinigung wurde. Nur knapp 1 Jahr war vergangen, seit im September 1991 in Eyerswerda bei dem ersten neonazistischen Pogrom in Deutschland bis zu 500 weiße deutsche Neonazis und Sympathisanten das Asyl hatten und anschließend ein Flüchtlingswohnheim angegriffen. Und wie reagiert die deutsche Politik und der deutsche Staat? Nun, die Opfer wurden überwiegend abgeschoben. Angriffe und Tote in Greifswald, Saal, Saarlouis, Mannheim folgten. Und nur 2 Monate waren vergangen seit August 1992, als in Rostock bei einem neonazistischen Pogrom mehrere hundert Neonazis vor bis zu 3000 applaudierende Zuschauer Brandbomben warfen gegen Asylbewerberinnen und ehemalige vietnamesische Vertragsarbeiterinnen. Nur 2 Monate und schon kannten die Medien der Republik erneut Bilder von Brandbomben wie aus Kriegsgebieten, mitten hinein in die langsam oft flauende nationalen deutschen Euphorie. Und erneut werden die Bilder von Opfer deutscher Neonazis und Sympathisanten für kurze Zeit das Thema Nummer 1 für die Medien und weltweit. Bilder, die das Selbstbildnis der weißen Deutschland von sich selbst nachhaltig verändern sollten. Bilder von brennenden Häusern, ermordeten Kindern und Erwachsenen. Bilder von gemeinsamen Terror von rechts in die eigene Zivilbevölkerung. Bilder, die sich einbrennen in die kollektive Erinnerung wie ein nicht enden wollender Albtraum. Bilder, die deutsche Medien und PolitikerInnen bisher nur in Apartheidstaaten wie Südafrika reflektierten oder bei den Kämpfen der schwarzen Bevölkerung in die Bürgerrechte in den USA, Großkundgebungen und Lichterketten sollen ganz Deutschland folgen. Und damit einhergingen Bilder der Empörung und der Solidarität. Bilder unfassbarer Wut, Angst und einer kollektiven Verzweiflung. Bilder der Hilflosigkeit eines wiedervereinigten Deutschlands, das seit der Niederlage der Faschisten im Zweiten Weltkrieg im Zweiten Staat durch eine Mauer getrennt versucht hatte, die Ungeister und rassistischen Kontinuitäten der Nazi-Vergangenheit abzuwerfen. Vergeblich. Die Bilder des deutschen Genozids an AfrikanerInnen in den Ex-Kolonien, die Bilder der Pogrome an Juden und Behinderten, die Bilder der Massensterilisation von schwarzen Deutschen, die Bilder der Ermordung von Sinti und Roma in Arbeitslagern, die Bilder der Ermordung von Schwulen und von Lesben. Diese Bilder, sie leben wieder auf. Der deutsche Neuanfang war gescheitert. Widerlegt war der in den Schulen, den Schülern und den SchülerInnen gelehrte Mythos. So etwas
sei in Deutschland nie wieder möglich. Ich selber komme aus Solingen und habe im Umfeld des neonazistischen Brandanschlages vom Mai 1993 selber miterlebt. Welche Auswirkungen es auf die Psyche hat, wenn der Staat seine Bürger nicht schützt. Die Medien ausländerfeindliche und die anti-migrantische Parole verbreiten. Und der Staatsapparat sich eher mit den Tätern als den Opfern solidarisiert. Denn der Anschlag in Solingen löste heftige Reaktionen aus. Ähnlich wie bei Aufständen durch rassistisch motivierte Taten in den USA, in den Banlieues, in Paris, in Frankreich oder in England, in Brixton und Birmingham, erhoben sich im Mai 1993 rund 3000 Menschen überwiegend migrantischer und türkischer Abstammung und zerstörten in der Solinger Innenstadt Fenster und Geschäften. Und wie reagierte der deutsche Staat darauf? Es ändert einfach das Grundgesetz. Die Debatte führte 1992/93 zum sogenannten Asylkompromiss zwischen den Regierungsparteien CDU, CSU, FDP sowie der SPD-Opposition. Mit der Grundgesetzänderung wurde das individuelle Recht auf Asyl stark eingeschränkt. Es sandte bedrohliche Signale an die Opfer in alle unsere Communities. Das ist so ähnlich wie, wenn eine Frau vergewaltigt wird und ihr anschließend der Vorwurf gemacht wird, sie habe es sich falsch angezogen. Neuzeit, 5. April 2012, Burak Baktas auf offener Straße ermordet. Vor dem Hintergrund der NSU-Komplexes wissen wir, es war Rassismus. Rassismus war wieder das Motiv. Der Nagelbombenanschlag in der Kolbstraße Köln. Rassismus war wieder das Motiv. Rassismus war in der Vergangenheit das Motiv. Rassismus ist in der Zukunft das Motiv. Und wieder mal und abermal sind Migrantinnen die Opfer. Urejalo in Polizeigewalt ermordet. Christi Schwundek im Jobcenter von der Polizei erschossen. Wiederum sind Migrantinnen die Opfer. Ibrahim Eisler leistet Widerstand gegen Rassismus und muss gleichzeitig mit den traumatischen Folgen zurechtkommen. Namuk Arslan leistet Widerstand gegen Rassismus und muss gleichzeitig mit den traumatischen Folgen zurechtkommen. Bildes Arslan leistet Widerstand gegen Rassismus und muss gleichzeitig mit den traumatischen Folgen zurechtkommen. Wie sonst soll ein Trauergedenktag sein? Ein Spannungsfeld zwischen Widerstand und Traumabewältigung. Gemeinsam einschwören, dass es nie wieder passieren darf. Terror, Staat und Nazi Hand in Hand. Wie soll dann unser Widerstand aussehen? Opfer verzeihen, die Täter werden geschützt, die Gerichtsverhandlungen werden in die Länge gezogen und dann und wann geht der Aufschrei durch Deutschland? Rassismus ist eine Waffe. Rassismus tötet. Und wann wird der Aufschrei durch Deutschland gehen? Unsere Waffe
ist die Solidarität. Ich begrüße die Solidarität dieser Veranstaltung und bedanke mich. Ich bedanke mich bei den Aktivistinnen vor mir, ich bedanke mich bei den Rednern vor mir und möchte anknüpfen an Forderungen der alten Aktivistinnen. In Zukunft sollen Straßennamen die Opfer tragen. Ich hoffe, bei meiner nächsten Rede gibt es die Straße Arslan in Möllner.